und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben und ich hatte ja schon die Vermutung, dass wir das Porträt hier unten vervielfältigen müssen, indem wir das kopieren. Dafür müssen wir aber erstmal das Kartenhaus beseitigen und ich hatte ja schon gesagt, ich probiere es dann aus, dass ich die Tüte mal versuche zu verkokeln. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Also eigentlich, da das eine Plastiktüte ist. Eine stinknormale Plastiktüte. Ja, das bestätigt sie mir jetzt auch nochmal. Da das eine Plastiktüte ist, gehe ich mal stark davon aus, dass sie wirklich dann hier am Kuckeln ist. Ich weiß aber nicht, ob man die... Oh yes, man kann sie reintun. Perfekt. Nein! Doch! Das Erdbeben hat begonnen. Nina, manchmal bist du wirklich böse. So richtig böse. Ja, dann werden wir mal jetzt direkt zurück zum Kartenhaus gehen. Oder zum ehemaligen Kartenhaus. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Naja, Rekordversuch würde ich es jetzt nicht direkt nennen. Aber warum kann man die denn aufnehmen, wenn man die sowieso nicht nehmen kann? Das ist eben ein bisschen komisch. Wir schnappen uns direkt mal den Teddy. Da waren wir ja schon die ganze Zeit drauf am Geiern. Der ist so süß. Ja, ne? Nein, nicht wirklich. Dann gucken wir mal. Yes, die können wir kopieren. Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Okay. Von diesem Plakat werden mit Sicherheit viele Männer angelockt. Ob die dann auch die Bürgermeisterwahl im Kopf haben werden, bleibt abzuwarten. Ja gut, das ist ja egal. Hauptsache, die Frau ist zufriedengestellt. Achso, das war die Leimwand. Ich gucke nur gerade, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Nee, aber da haben wir überall drauf geguckt. Das sind die Plüschtiere. Die Hanteln kann man nicht einzeln machen. Okay, dann probieren wir es jetzt mal bei der Krankenschwester so rum. Hallo. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Hm. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Ah, perfekt. Dann gehen wir mal direkt rein. Ganz am Ende auf der linken Seite. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Also sie ist jetzt von oben gekommen, was ich schon sehr unlogisch fand. Und ist jetzt bis nach hier unten, also müsste hier unten dann... Moment, unten auf der linken Seite, da müsste die hier ja eigentlich rein, ne? Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Okay, Nina, du wirst überwacht. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Okay, kann man das hier irgendwie... Okay. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Ist das ein Dinosaurier? Oder soll ich das wissen? Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Oh. Ernsthaft jetzt? Kann man damit der Zwiebel irgendwas machen? Sieht aus wie Blut. Möchtest du den Teddy irgendwie im Blut wälzen oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Also hier kann man anscheinend jetzt nicht so wirklich was machen. Da war doch ein Knopf gerade eben noch. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Ja, ne?
Kann man hier noch rein? Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Also ich höre da nichts. Ja, da kann man aber auch sonst nirgendwo was machen. Wir reden vielleicht nochmal mit der Krankenschwester, dass er nicht da ist oder so. Hallo, Fräulein. Kann ich nochmal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Paris? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle, also wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert, sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen, es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Eieiei. Was ich aber nochmal anmerken wollte, was ich die ganze Zeit eigentlich schon gedacht habe, aber nie gesagt habe, sowohl ihre Stimme wie auch jetzt gerade die Stimme von dem Pfleger, da von dem Ramon heißt der, glaube ich, die kam mir so dermaßen bekannt vor. Es sind irgendwelche bekannten Schauspielerstimmen, beziehungsweise Synchronstimmen. Die Kamera in der Zelle von Manuel Perez, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charlois hat die da angebracht. Oder besser gesagt anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Tja, was mache ich jetzt? Er hat gesagt, er wollte die Wäsche rausbringen. Vielleicht kann ich mich in der Wäsche verstecken und er bringt dann noch Wäsche rein. Ich weiß es. Oh, Moment. Was haben wir denn da? Der ist voll schmutziger Wäsche. Na toll. Und wie bringt mich das jetzt weiter? Ich bin mal wieder wild und wahllos alles am Ausprobieren. Okay, das bringt mich nicht weiter. Kann ich jetzt die Tür öffnen? Weil die ist ja jetzt nicht mehr abgeschlossen. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Okay. Aber der Typ kommt nicht mehr raus, oder? Oder kommt der noch mal raus, wenn wir jetzt hier weggehen und noch mal reingehen? Ah, okay. Ich kann ja aber nichts machen. Okay, also ich kann nichts machen, wenn... Kann man da vielleicht was reinpinnen irgendwie? Nee, jetzt ernsthaft? Hä? Ich kann das Porträt nirgends festmachen. Okay.
Sie kann es nicht festmachen. Kann man das denn irgendwie kombinieren? Oh. Okay, es war nur ein doofer Gedanke, aber es funktioniert tatsächlich. Mal gucken. Also es ist ja schon irgendwie unlogisch, jetzt, wenn das jetzt funktioniert, aber sie geht ja dahin. Wenn ich die Leinwand richtig anbringe, fällt die Tür beim nächsten Mal hoffentlich nicht ins Schloss. Ja, ernst jetzt? Ich meine, das ist ja total unlogisch. Die Tür geht halt auf, dementsprechend geht das Porträt nach vorne, biegt sich weg, wie auch immer. Also es wird definitiv nicht so sein, ja, dass die Tür hängen bleibt, aber anscheinend soll das der Trick sein. Es ist irgendwie extremst unlogisch. Okay. Ich hoffe jetzt nur, der kommt jetzt hier nicht durch. Ein alter Möbeltresor. Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich hier ja irgendwo einen Hinweis auf die richtige Kombination. Ein Hinweis. Oje, oje. Puh. Ja. Ich kann ja gar nichts anklicken. Damit geht's schon los hier. Ach so. Oh. Ja, geil. Und ich bin hier überall. Oh. Die allerneuesten Modelle. Ob die auch von diesem Massimo Gattuso finanziert wurden? Okay. Von hier aus kann man die einzelnen Zellen überwachen. Einige der Monitore zeigen aber nur ein Flimmern. Andere sind sogar ganz ausgeschaltet. Ja, muss ich jetzt... Ja, es ist aber nur ein Monitor, wo ich draufklicken kann. Na gut. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. Ein einbeiniger Pirat. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. 121 könnte das sein? Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich... 1, 2, 1. Okay, das war es offensichtlich nicht. Ich meine, hätte ja sein können. Also ich vermute mal, dass das Gemälde irgendwas damit zu tun hat. Können wir ja da auch draußen durch. Wuselt dieser Ramon rum. Dem sollte ich besser aus dem Weg gehen. Ja. Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich hier ja irgendwo einen Hinweis auf die richtige Kombination. Ich habe trotzdem irgendwie... Es sind drei Tiere. Also ein einbeiniger Pirat. Drei. Dann sind es drei Tiere. Eins. Keine Ahnung. Also anscheinend brauche ich... Wie soll ich bloß das dieses Schloss knacken? Anscheinend brauche ich vier Sachen. Eins. Zwei. Eins. Eins. Ob der Safe nun aufgeht? Mist, das war's wohl nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall eine Kombination aus vier Sachen. Aus vier Zahlen. So viel ist schon mal klar. Von hier aus kann man die einzelnen Zellen überwachen. Einige der Monitore zeigen aber nur ein Flimmern. Andere sind sogar ganz ausgeschaltet. Drei sind ausgeschaltet. Einer flimmt. Nee. Ja, das ist jetzt die Frage, was man hier jetzt flimmern. Eigentlich flimmern die alle. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das was damit zusammen zu tun Wie hat. Soll ich bloß diese Schloss... Zwei. Zwei ist ausgeschaltet. Die sieben ist ausgeschaltet. Und die... Achso, eine neun haben wir gar nicht. Eins. Acht. Ob der Safe nun aufgeht? Mist,
Das war's wohl nicht. Eieieiei, das nenne ich jetzt mal. Das Problem ist, ich will jetzt hier auch nicht alles Mögliche ausprobieren. Die allerneuesten Modelle. Ob die auch von diesem Massimo Gattuso finanziert wurden? Also ich glaube, die Videorekorder, die haben dann nichts mehr zu tun. Ich denke mal, dass die Lösung wirklich irgendwie mit diesen, mit den Monitoren zusammenhängt. Also entweder könnte das heißen, zwei flimmern, zwei flimmern, zwei flimmern. Eins und drei flimmert, alle drei flimmern, nur einer flimmert. Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Ja. Eins. Die eins und die drei flimmert, alle drei flimmern und die zwei. Ob der Safe nun aufgeht? Mist, das war's wohl nicht. Aber es war clever überlegt, oder? Das muss man mir jetzt wohl mal lassen. Ja. Mit dem Pirat, weiß ich nicht, ob es vielleicht da doch noch was mit zu tun hat. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. 1121, aber... Wie soll ich bloß... Ich auch nicht. Eins. Eins. Zwei. Eins. Ob der Safe nun aufgeht? Nö. Mist, das war's wohl nicht. Oh Mann. Also normalerweise würde ich sagen, dass ich offline einfach weitermache. Beziehungsweise das jetzt nebenbei laufen lasse und dann das so reinschneide, dass halt die Lösung direkt am Anfang zu sehen ist. Weil ich schätze, das wird noch länger dauern. Das ist... Man kann sich hier auch nichts angucken. Also hier zum Beispiel ganz blöd gesagt, ich weiß nicht, es könnten 11 Uhr sein, das könnte 5 vor 12 sein. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte was mit den ausgeschalteten Monitoren zu tun haben. Es könnte was mit denen zu tun haben, die flimmern. Die können natürlich auch so rumgelesen werden. Dann müsste es eigentlich 222 heißen. Man könnte auch so gucken, das wäre dann die 3, die 1 und die 3, aber dann hat man halt kein viertes mehr. Und eine 0 haben wir ja nicht drin, das ist ja das Problem. Ja, keine Ahnung. Also ich würde normalerweise wirklich sagen, dass ich hier verschiedene Sachen ausprobiere als Kombination, sei es jetzt die Monitore oder... Vielleicht nochmal gucken wegen dem Bild, dass ich mir das mal aufschreibe und vielleicht ist das auch wirklich nur eine Finte, also dass das einfach nur reingemacht worden ist, dass das was mit einem Code zu tun hat, weil es so offensichtlich ist und es hat gar nichts damit zu tun, sondern es hat wirklich einfach nur mit den Monitoren zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da jetzt auch keine Zahl raus oder so, das habe ich auch schon überlegt, aber ich meine, es müssen dann ja auch mehrere verschiedene Zahlen sein, deswegen... Drei Monitore, drei Videorekorder, ein Safe, ein Bild. Neun Monitore kann auch nicht sein, weil, ja gut, es wären dann 3, 4, 5, 6, die noch an sind. 3 sind ja ausgeschaltet. Also ich probiere wirklich einfach mal verschiedene Kombinationen aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt auch keine halbe Stunde oder länger, wo ich jetzt hier dumm rumprobiere, hier abspielen bzw. aufnehmen. Ich mache es wirklich so, ich beende jetzt hier erstmal die Folge offiziell, lasse das Ganze einfach weiterlaufen und ja, dann dauert es halt so lange, wie es dauert. Und ich gebe dann die Kombinationen ein. Vielleicht, ich könnte mal eben gucken im Tagebuch, Führungswechsel... Stand da irgendwas mit einem Datum oder so? Ne, da steht nichts drin. Ich mach's ungern, aber die Rätselhilfe könnte uns vielleicht auch... Ja, das Gemälde, ja. Betrachten Sie aufmerksam das Bild und achten Sie dabei besonders auf die Anzahl der Beine. Ach so.
Die Anzahl der Beine. Das probieren wir noch mal eben, bevor ich ausmache. Ein einbeiniger Pirat. Eins. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. 1, 4, 2. Wie viele Beine haben jetzt Spinnen? Es kommt drauf an, welche Spinne das ist. Also 1, 4, 2. Und jetzt kommt es natürlich drauf an, ist es eine normale Spinne oder ein Wehwachsknecht? Ob der Safe nun aufgeht? Mist, das war's wohl nicht. Wie soll ich bloß... 1, 4, 2, 8. Ob der Safe nun aufgeht? Juhu, ich bin ein Genie. Da sind beschriftete Bänder drin. A. Carlos. J. Sanchez. S. Martinez. M. Perez. Hier ist es. Hoffentlich bringt mich das Band irgendwie weiter. Oh, wunderbar. Okay, ich dachte jetzt wirklich, ich muss hier tausende Kombinationen... Ja gut, es war gar nicht so schlecht gedacht mit dem Bild und mit den Kombinationen von den Tieren. Aber ich habe natürlich jetzt nicht daran gedacht, dass man die Beine nehmen müsste. Eigentlich dumm, weil das war schon öfter in Adventures, dass man Beine von Tieren als Code genommen hat. Okay, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge nicht zu lange dauert. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal reingucken, was wir von der Kassette so mitbekommen können. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo man dann eigentlich sehen kann, was die von der Kassette abspielen. Aber egal, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Bis dann, ciao!